Hi zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Foto to go. Ich bin heute in Nürnberg unterwegs. Auf meinem Rücken befindet sich die Canon R5, die Canon R6, ausgeliehen vom Foto Franz. Vielen Dank dafür nochmal. Und wer aufgepasst hat, ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich befinde mich hier auf der Rückseite der Kaiserburg in Nürnberg. Und ja, ich laufe jetzt hier mal rum und versuche mal irgendein schönes Fotomotiv zu finden. Das ist gar nicht so einfach. Die Sonne geht unter. Eigentlich habe ich einen Platz weiter weg gewollt, aber da war jetzt so viel Stau. Ich weiß nicht, ob ich den zu Fuß jetzt noch erreiche. Und dann ist das Sonnenlicht hinterher noch weg auf der Burg. Deswegen werde ich jetzt hier auch mal das ein oder andere Foto machen, falls es sich anbietet. Aber ihr seid ja dann live drauf. Foto to go ist ja das Format, wo wir am Ende des Videos im Lightroom oder Luminar das Bild bearbeiten. Und somit seht ihr, wie ich es aufnehme und wie ich es bearbeite. Viel Spaß! Was ich auch total witzig finde, ist, dass hier auf der Rückseite im Burggraben ganz viele Leute ihre Schrebergärten haben. Das habe ich mir gar nicht gedacht, beziehungsweise es war mir gar nicht bekannt, dass hier so gemütliche Schrebergärten sind. Ich meine, gut, das wird natürlich Geschmackssache sein hier in der Stadt, direkt an der Burg, wo so viel Verkehr ist. Aber da unten könnte es ja doch relativ ruhig sein und ich glaube schon, dass auf den Bäumchen das ein oder andere Vögelchen mal vorbeikommt. Da hinten das Türmchen. Das fand ich ganz apart, das habe ich auch mal fotografiert. Ist jetzt kein berauschendes Bild geworden, aber das fand ich ganz nett. Ja, die Burg, die ist wirklich riesig. Die kann ich euch nur empfehlen, dass ihr die mal besichtigt. Da kann man auch Führungen innen machen und es ist eine riesige Anlage mit einer riesigen Mauer, einem riesigen Burggraben und auch immer mal wieder so ein fetter Bergfried, ich weiß nicht, wo ist er hier, der dann hier so in die Mauer integriert ist. Und den können wir jetzt mal zusammen fotografieren. Ich drehe euch dazu mal um. Und der Punkt ist der, natürlich schwenken wir die Kamera nicht so. Ich meine, ich kann es ja auch mal ein bisschen heller machen, dass ihr was seht. Ja? Also wir schwenken die Kamera natürlich nicht so, dass die Straße drauf ist. Das ist natürlich Geschmackssache, gerade bei einer Langzeitbelichtung. Bei Nacht kann das dynamisch und cool ausschauen, wenn dann rechts die Lichtspuren drin sind. Aber jetzt wollen wir natürlich irgendwie ein Bild machen, wo möglichst so landschaftlich schön ist. Dazu muss ich es natürlich ordentlich unterbelichten, weil ihr seht, da hinten, also den Vordergrund muss ich unterbelichten, weil das Problem ist, da hinten ist die Sonne. Und die wollen wir natürlich noch retten. Dementsprechend muss ich jetzt hier so ein Mittel finden, wo wir sagen, wir können das im RAW später noch abdunkeln, aber wir können auch den Vordergrund dementsprechend nochmal aufhellen. Und damit das richtig spannend aussieht, würde ich eine ganz flache Aufnahmeperspektive wählen. Also ich lege die Kamera dazu jetzt fast auf den Boden und würde jetzt sagen, ich mache hier die Blende machen wir mal auf eine 13 auf, damit wir nicht so viel Beugungsunschärfe haben. Ja, und ich hoffe, dass ich den Himmel dann dementsprechend noch ein bisschen runterdunkeln kann. Dann, wie gesagt, lege ich sie jetzt mal fast auf den Boden. Weiß ab gleich Tageslicht wie immer. ISO 400 drücke ich mal durch. Und dann schauen wir, was wir daraus noch machen. Und ob wir das dann am Ende verwenden, das seht ihr dann. Ja, richtig schön, da habe ich jetzt auch mal ein Bild gemacht, geschaut, dass auf der Brücke keine Autos stehen. Ungefähr so habe ich den Ausschnitt gewählt, dass die Mauer so rechts reingeht und dann mal durchdrücken. Sieht auch richtig cool aus. Ja, auch mega schön, wie die Pegnitz hier durchfließt mit den Wasserfällen oder Staustufen da hinten. Das sieht auch immer recht cool aus. Ja, das letzte Licht legt sich auf die Burg. Ich muss natürlich auch immer ein bisschen filmen, da verliert man auch Zeit. Aber das ist nicht so dramatisch. Vielleicht erwische ich doch noch ein Bild, wo ein paar Fenster in der Sonne leuchten. Ich gehe dann auch noch weiter vor, weil wir haben hier links noch einen Bergfried. Mal schauen, ob ich den so mit drauf bekomme. Und wir haben Straßenbahndrähte im Bild. Das können wir natürlich verhindern, wenn wir die Blende ganz auf eine F2.8 öffnen und dementsprechend dann mit einer offenen Blende fotografieren. Ich habe das 70-200 an der Canon R5 dabei und dementsprechend können wir die Blende weit genug öffnen, damit die Straßenbahndrähte dann auch wirklich sich auflösen bzw. dann wenigstens nahezu unsichtbar werden. Und aus dieser Perspektive werde ich jetzt mal ein paar Fotos machen. Ja, aus dieser Perspektive wirklich nicht ganz einfach zu fotografieren. Ich drehe euch mal rum. Ich habe mal die Straßenseite gewechselt in der Hoffnung. Jetzt muss ich mal gucken, wo die Burg ist im Hintergrund. Irgendwo hier. Seht ihr die? Nee, die ist irgendwo da in der Richtung. Also das ist gar nicht so einfach, weil hier auf der Seite sind noch mehr Pfosten, noch mehr Lampen und noch mehr Drähte im Bild. Also das war nicht meine super Seite, aber es wird schon hoffentlich irgendwas dabei rausgekommen sein.
Jetzt stehe ich zum Beispiel mitten auf der Kreuzung, einfach nur um die Perspektive mal zu wechseln. Und von hier konnte ich ein bisschen bessere Fotos machen. Aber die Drähte, die bekommen wir auch mit einer F28 natürlich nicht aufgelöst. Und von daher, naja, ist so mittelmäßig. Hallo, entschuldigen Sie die Störung. Bitte. Ich bin Fotograf und ich würde so gern mal auf die Burg rüber fotografieren. Könnte ich das aus dem Treppenhaus mal machen? Ja. Ganz oben? Ja. Super, danke schön. Ich bin in 5 Minuten auch wieder weg. Und wie heißen Sie? Leidel. Gehen Sie mit zum Aufzug? Ah, super. Das ist nett. Aber ich kann auch die Treppe nehmen. Das ist kein Problem. Oh, das ist ja ewig. Vielen Dank, gehen Sie zuerst. Na, gehen Sie zuerst, okay. Ich muss eher raus. Dann kann ich mit meinem Rucksack einparken. Ich muss im dritten und sie fahren ein bisschen auf. Super, das ist toll. Und da können es dann noch ein Treppchen aufgehen. Ja, schön. Und ja, das hat mein Schwiegersohn auch schon. Ja, klasse. Es ist von hier aus wunderbar. Ja, weil von der Straße hat man immer die Drähte im Bild und die Lampen und die Ampeln. Mein Schwiegersohn hat auch schon von oben. Ah, super. Und dann, naja, das kann ich jetzt nicht machen. Ich kenne die Frau ganz oben, die haben ja so ein Balkönle rum. Ja. Und wenn man da rausgeht, dann könnte man sich noch ein wenig Das Fenster reicht aber das langt schon vom Fenster. Ja, ja, das reicht völlig. Das hilft mir schon. Vielen Dank, dass Sie mich reingelassen haben. Tschüss. Tschüss. Jo, dann schauen wir mal, was das da oben wird. Na, das ist doch mal eine schöne Aussicht. Da, denke ich, können wir doch mal ein schönes Bild machen. Wobei, diesen dicken Turm, den bringe ich trotzdem nicht drauf. Weil der ist zu weit aus der Achse raus. Aber mal sehen. So, das ist jetzt meine Ausbeute. Ich habe hier mit 70 mm Fotos gemacht. Ich kann ja mal die Info dazu einblenden, damit ihr die Zeiten seht. Ich habe in RAW fotografiert, weiß ab gleich Tageslicht. Ich habe die Blende ganz offen gelassen, einfach deshalb, damit ich die ISO niedrig lassen kann und weil eine hohe Schärfentiefe jetzt hier bei der Distanz nicht so die Rolle spielt. Mir ist es auch nicht wichtig, ob die Häuser im Vordergrund alle bis vorne hin auch durchgehend scharf sind, sondern wichtig ist mir eben, dass die Schärfe hinten auf der Burg liegt. Und ja, das sind so meine Aufnahmen, die ich jetzt gemacht habe. Die ersten habe ich ein bisschen zu weit unterbelichtet, das sieht man recht gut. Wenn man dann bei Info das Histogramm einblendet, das sehen wir deutlich. Das Histogramm könnte viel weiter rechts sein und damit wäre das Bild dann auch richtig belichtet. Aber das ist ja kein Problem, wir sind im RAW. Dementsprechend war natürlich eine 800stel hier viel zu kurz, aber es sind noch alle Pixel im Rahmen, sage ich mal. Und dementsprechend können wir das sehr gut wieder herstellen später. So, und durch das die nette Frau mich reingelassen hat, habe ich natürlich jetzt ganz andere Aufnahmen, als ich sonst gehabt hätte. Das war doch jetzt wirklich klasse. Und ich würde sagen, wir suchen uns jetzt was aus und wir arbeiten das mal in Luminar AI oder Lightroom oder Luminar Neo, je nachdem, wann ich dieses Video schneide. Okay, da wir ja immer die Software abwechseln, ist heute mal wieder Luminar AI dran. Luminar Neo gibt es ja noch nicht, könnt ihr zwar schon vorbestellen, aber es ist noch nicht erschienen, dementsprechend Luminar AI. Ich habe jetzt mir hier mal 3 Fotos ausgesucht und ihr seht, das ist so eine mittlere Aufnahme. Alle 3 sind eben oben aus diesem Hochhaus heraus entstanden. Und das nächste Bild ist dann ein Ausschnitt, der gefällt mir eigentlich auch ganz gut mit diesem Bergfried hier in der Mitte oder so ein bisschen außermittig. Und dann habe ich noch eine weitwinklige Aufnahme, wo man halt eben auch diesen fetten Wachturm hier links und sieht und die Mauer unten und den Verkehr so ein bisschen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von all diesen Bildern, die finde ich alle irgendwie gut. Aber diese Bilder haben so für mich jetzt den leichten Nachteil, das könnte man zwar mit der Bearbeitung auch ein bisschen korrigieren, dass sie so ein bisschen 2D wirken. Also sie wirken sehr flach, weil eben der Vordergrund eben auch so wirkt, als wäre er auf einer Ebene. Wir haben also nichts Greifbares irgendwie im Vordergrund. Gleiches ist dann natürlich hier auch bei der nächsten Aufnahme, bei dieser. Die finde ich halt, die hat es mir ein bisschen angetan, weil sie halt eben die Stadt zeigt. Sie zeigt diesen schönen Wachturm und sie zeigt aber auch Vordergrund so ein bisschen. Und das gibt dem Bild Tiefe und dementsprechend habe ich mich dafür entschieden, dieses Bild zu bearbeiten. Als erstes nutzen wir die Stärke von Luminar AI aus und lassen uns mal einen Vorschlag geben, was er denn hier für ein Preset über das Bild legen würde. Und da schlägt er uns den urbanen Stil vor und da gefällt mir besonders jetzt hier das Preset Altstadt. Ich selber finde es ein bisschen zu übertrieben, dementsprechend würde ich es hier jetzt mal so leicht reduzieren.
Und wir könnten jetzt auch schon die Bearbeitung beenden, denn es hat sich hier schon deutlich was getan und so gefällt mir das Bild auch schon. Aber es ist natürlich trotzdem noch so ein bisschen zu dunkel. Dementsprechend gehen wir jetzt hier nochmal in die Bearbeitung. Außerdem ist das Bild natürlich schief, das sehen wir auch auf den ersten Blick. Dementsprechend würde ich es jetzt hier einfach erstmal hier so mit den Linien grob ausrichten. Und außerdem würde ich hier links das Gebäude so ein bisschen reduzieren. Ich würde es nicht komplett wegfallen lassen, aber ich würde es so ein bisschen außen vor lassen. Den Wachturm dürfen wir nicht zu sehr an den Rand platzieren. Darauf immer so ein bisschen achten, dass euer Gesamtmotiv immer so ein bisschen Platz zum Rand hat. Also auf keinen Fall hier irgendwie den Turm irgendwie so ganz an den Rand setzen. Das wirkt dann auch immer nicht so schön. Also ich würde das Bild irgendwo so in der Richtung bearbeiten. Dann ist mir das Bild nach wie vor zu dunkel. Das Histogramm zeigt deutlich rechts Platz, wobei ich mir immer nicht so sicher bin, ob das in Lumina immer so präzise gezeigt wird, weil das Bild kommt mir doch viel heller vor, als jetzt hier das Histogramm anzeigt. Aber ich würde es jetzt auf jeden Fall mal um eine Stufe korrigieren in der Belichtung. Und da gefällt mir dann einfach hier die Helligkeit doch besser auf der Altstadt. Die Schatten würde ich auch leicht anheben, dass wir unten hier so ein bisschen mehr Farbe drin haben, beziehungsweise mehr Tiefen angehoben haben. Aber das ist vielleicht doch ein bisschen krass. Da greift der Regler sehr aggressiv rein, weil wir wahrscheinlich dieses Preset drauf liegen haben. Dementsprechend würde ich jetzt einfach mal 5 nur machen. Also hier gar nicht viel verändern. Das wird auch eine relativ schnelle Bearbeitung. Und die Belichtung, da habe ich jetzt vergessen, da würde ich das Ganze noch ein bisschen wärmer ziehen. Und das hat auch einen Grund. Einmal haben wir Abendsonne, aber zum anderen habe ich noch eine kleine Idee im Hinterkopf, die ich da noch umsetzen möchte. Ja, auch noch Belichtung weiß würde ich noch so ein bisschen, die finden wir hier unten aufgeklappt, weiß würde ich auch noch so ein bisschen hochziehen, weil wir haben hier halt einfach auch, wie gesagt, Platz zum Histogramm. Der Himmel würde uns jetzt ausbrennen und es liegt jetzt natürlich in dem Geschmack des Betrachters. Wir könnten natürlich jetzt auch sagen, wir reduzieren die Lichter und holen den Himmel uns zurück. Und das wäre eine wunderschöne Aufnahme, die wir wunderbar so verwerten können und die auch wirklich die Realität darstellt. Das ist ein fotografiertes Foto. Was wir jetzt machen, ist aber ein Composing. Wir werden jetzt den Himmel tauschen. Und zwar ist diese Burg immer so ein Anreiz für mich, auch eine komplett andere Stimmung mal auszuwählen. Und ich habe ja hier eigene Himmel auf meiner Webseite, könnt ihr die erwerben. Da könnt ihr die bekommen. Ich schicke euch den Download-Link dann zu. Gerne unten einfach mal in die Links von diesem Video reinschauen. Dementsprechend gehe ich jetzt hier auf eigene Himmel. Das sind nämlich die Himmel, die ihr kaufen könnt. Und da nehme ich jetzt mal bunter Bogen. Denn bunter Bogen, den habe ich mal fotografiert bei einem, das war so ein regnerischer Tag und da war die Sonne eben im Hintergrund, also in meinem Rücken. Dementsprechend ist das hier genau das, was wir jetzt hier vorfinden. Die Sonne ist jetzt hier uns im Rücken und der Regenbogen, der dann entsteht, der entsteht natürlich nur, wenn die Sonne im Rücken ist. Das sollte ja soweit ja auch bekannt sein. Jetzt müssen wir den nur mal platzieren, den Himmel, so wie wir uns das vorstellen. Und ihr seht, in der Richtung ist natürlich verkehrt, weil dann der Rand des Himmels unten hervortritt. Und ich würde ihn mal so auf minus 15 platzieren, einfach weil ich dieses Blau im Himmel oben rechts noch ein bisschen anspitzen lassen möchte. Das ist ja ein sehr schöner Himmel, fluffige, lockere Wolken, die eben dann hier oben in den Himmel eben noch blau übrig lassen. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Maske müssen wir natürlich verfeinern, weil wir haben feine Strukturen hier in den Bäumen. Die müssen wir deutlich verbessern. Also da mal auf einen großzügigen Wert gehen, Lücken auch mal komplett schließen. Und auch die Details würde ich jetzt hier mal sehr großzügig hochziehen. Wenn man einen Himmel austauscht, ist die Neubelichtung der Szene natürlich sehr wichtig, denn der Himmel hat eine ganz andere Farbstimmung als unser Vordergrund. Dementsprechend müssen wir jetzt Lumina hier die Intelligenz so ein bisschen walten lassen und sagen, ja, belichte mir mal die Szene neu. Wir wollen nämlich den Farbton des Himmels auch im restlichen Bild wiederfinden. Außerdem habe ich mit einer F28 fotografiert. Dementsprechend würde ich sagen, wir können hier schon so einen kleinen Defokus reinmachen, denn das zeichnet den Himmel so ein bisschen weicher. Wir haben praktisch die Burg scharf und die Struktur des Himmels ist dann wieder etwas unscharf, wird ein bisschen fluffiger, weil wir ja eben mit einer F28 nur die Burg fotografiert haben und dementsprechend haben wir eine leichte Unschärfe im Vordergrund, aber dann halt eben auch im Hintergrund. Solche Details dann immer auch beachten. Übrigens sieht das von Weitem immer nur so dramatisch aus, wenn man hier mal an die feinen Details rangeht und Lumina die Chance lässt, das mal zu laden.
Da sehen wir halt auch, so dramatisch ist das nicht. Also hier unten haben wir so ein bisschen grau noch stehen, aber das ist nun mal so, auch der Himmel, der hat diese Farbgebung. Dementsprechend ist das gar nicht so dramatisch und die feinen Strukturen in den Zweigen hat Lumina hier wirklich sehr gut gemeistert. Ja, schauen wir mal einen ersten Zwischenstand an. Wir haben hier vorher ein sehr schönes Bild, nachher ein sehr dramatisches HDR erzeugt mit einem sehr dramatischen Himmel. Wie gesagt, das ist Geschmackssache. Wir könnten genauso gut diesen schönen, schlierigen blauen Himmel lassen. Aber mir hat es jetzt eben gefallen, das zu tauschen. Ich bin aber noch nicht ganz fertig. Ich würde jetzt noch einen radialen Filter dazufügen. Ich möchte nämlich die Burg so ein klein wenig betonen. Dementsprechend machen wir jetzt hier mal so ein Ei, was wir dann so rum auf die Burg legen, also hier so ein bisschen, ne, dass der Blick des Betrachters auch dort landet, wo er hin soll. Dann müssen wir natürlich den Filter umkehren, dass nur dieser Bereich praktisch verwendet wird, der jetzt rot eingefärbt ist. Und dann würde ich sagen, wir betonen die Burg einfach nochmal ein bisschen mit 0,4 im Plus. Und dann würde ich die Masken verlassen und dem Ganzen vielleicht noch eine Vignettierung geben, damit das gesamte Bild an den Ecken nochmal so ein bisschen eingetrübt wird, ein bisschen verdunkelt wird, ja, damit eben einfach das Ablenken der drumherum unseren Blick nicht stört, sondern hier lassen wir uns so ein bisschen ins Zentrum leiten, weil einfach die Ecken so ein bisschen abgedunkelt sind. Ja, das wäre einfach meine Blitzbearbeitung für heute. Also das war vorher, das ist nachher. Das Bild ist meiner Meinung nach sehr schön gelungen und es ist natürlich für den einen oder anderen kitschig anzusehen. Ganz klar, das ist Geschmackssache. Bearbeitung ist immer Geschmackssache. Und ich hätte jetzt dieses Bild in 100 verschiedene andere Richtungen bearbeiten können. Aber ja, ich möchte euch halt immer so einen kleinen Anreiz geben, was möglich ist und was man halt so auf die Schnelle machen kann, aber nicht machen muss. Und mich würde es freuen. Ihr könnt das Bild auch unten in dem Video runterladen. Eine gewisse Zeit ist das online. Könnt ihr das downloaden aus meiner Cloud und auch mal selber bearbeiten und vielleicht mit Hashtag AmazingNatureAlpha versehen oder eben mich taggen in euren Instagram-Profil. Dann werde ich auf dieses Bild aufmerksam und schaue mir das mal an, wie dann eure Bearbeitung aussieht. Ja, das ist wieder die Rückseite der Burg. Ich bin auf dem Rückweg, fahre jetzt nach Hause. Vielleicht fahre ich noch an die Firma Faber-Castell hin, in Stein am Rückweg. Die liegt ja auf dem Weg. Die wird nämlich immer so schön beleuchtet. Da mache ich vielleicht auch noch mal ein Bild. Jo, das war's. Danke, dass ihr da wart und bis bald. Ciao.